Peter Maffays Unplugged Bilanz. Großer Spaß mit leisen Tönen. Diese Tour war ein einmaliges Erlebnis. Peter Maffay, 68, hat keinen Saft mehr, zumindest auf der Bühne. Der Rocker ging auf große, MTV Unplugged Tour, präsentierte seine Hits ganz ohne krachige E-Gitarren. Nach 23 Konzerten zieht der Musiker Bilanz. Etwa 200.000 Zuschauer zog Maffay in die Hallen. Ausverkauft. Mit Gästen wie Jennifer Rostock, Sängerin Jennifer Weist, 31, Johannes Erding, 36, Kathi Melua, 33, oder Baden-Frontmann Wolfgang Niedecken, 66, hatte der singende Gitarrist prominente Verstärkung auf der Bühne, doch hatte er diese auch hinter der Bühne. Mehr als 100 Leute sind mit auf Tour. Neben den Musikern reist eine riesige Crew von Konzert zu Konzert. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf vor, während und nach der Show. Die Crew reist in 6 Nichtlinern. 2 Busse davon sind für die Bandmitglieder reserviert. 12 38 Toner sind nötig, um die Produktion zu transportieren. Bereits vor einem Jahr wurde die Tour mitsamt aller Stargäste geplant. Ob es einen zweiten Trip geben wird, steht noch nicht fest. Maffay-Manager Dieter Viering, 69, zu Bild: Es war ein Triumphzug. Es war mit weitem Abstand eine der erfolgreichsten Touren von Peter. Der größte Stopp der Konzertreise war der Auftritt in der Kölner Lanxess Arena. Am 17. März waren mehr als 14.000 Zuschauer in der ausverkauften Halle. Der kleinste Halt in Neu-Ulm, 12. März, war mit 4.500 Fans hingegen fast intim. Am 23. März wird Maffay in Zürich ein letztes Mal mit dem Unplugged-Programm auftreten.